Oh, hello, sorry, hat mal einer eine Mark? No. Hallo, Freunde, es ist etwas geschehen. Ich habe Politik verstanden. Level up! Ja, ganz recht. Aktuell finden ja die Koalitionsgespräche statt. Und das heißt im Prinzip nichts anderes, als endlich alle Wahlversprechen unter dem politischen Tarnpappkarton der Koalitionsbürokratie zu brechen. Was? Koalition? Ganz kurz. Wenn eine große Partei mit einer nicht ganz so großen Partei zusammen regieren will oder muss und die eine sagt, wir wollen mehr Klimaschutz und mehr Arbeitsplätze und die andere sagt, wir dürfen die Steuern auf gar keinen Fall erhöhen und wir müssen die Renten fairer gestalten, dann kommt es während dieser Koalitionsgespräche zu einer Art Fusion der Scheißelabrara. Fusion! Und bam! Hinterher heißt es dann ganz geschickt, der Klimawandel müssen wir uns später kümmern, dafür ist keine Kohle da, dafür heben wir dann aber erstmal die Steuern an. Das wird leider die Renten effektiv kürzen und im Einklang damit Rentner als spottbillige ABM-Kräfte zwingen, sich neben der Rente etwas zu verdienen, was uns allerdings dann erspart, teure Arbeitskräfte irgendwo einzustellen. Yay! Man tut so, als hätte man das ausdiskutiert und hat hinterher alle Wahlversprechen gebrochen, mit denen man vorher so groß Werbung gemacht hat. Und das, meine Damen und Herren, das ist es! So funzt Politik! Oder? So ähnlich. Politics in a nutshell. Eure Meinung zu dem ganzen Schlamassel da unten hin. Tja, wir reden uns über solche Spirenzchen auf und woanders auf der Welt haben hart arbeitende, ehrliche, britische Hillbillies ganz andere Probleme. Wenn sie zum Beispiel ihren 10-jährigen Sohn nicht als Adolf Hitler verkleidet in die Schule schicken dürfen. Ärgerlich! Ohne Scheiß, ihr habt richtig gehört. Der 10-jährige William Der 10-jährige William durfte nicht als kleiner Adolf Hitler verkleidet in die Schule zum Weltkriegskostümfest. Zwei Fragen dazu. Warum zum ficken Weltkriegskostümfest? Obwohl, na gut, hätten wir gewonnen, würden wir das vielleicht auch. Naja, haben wir ja zum Glück nicht. Zweite, viel interessantere Frage. Wer hat dieser Mutter eigentlich ins Hirn gestuhlt? Ich meine, die Frau ist so großartig, die hat sich hinterher noch öffentlich darüber aufgeregt, dass man ja die Arbeit gar nicht zu schätzen wüsste. Sie hat die Hakenkreuzbinde selbst zusammengenäht. What the fuck? Ist der Frau eigentlich klar, dass sie ihr Sohn zum Opfer gemacht hat? Täter-Opfer-Rolle. So kommt man nebenbei bemerkt in eine Opferrolle. Bingo. Der Kleine wird in Zukunft, wenn er Pech hat, echt richtig große Probleme haben bei sich in der Schule, später mal, wenn das Ganze publik gemacht wird. Er wird doch jetzt zu Tode gemobbt. Hey, das ist der Nazi-Sohn von dieser Nazi-Mutter. Auf ihn! Ja, mir ist völlig klar, dass diese ganze Symbolik und auch diese Kostümierung in England nicht verfassungswidrig oder ähnliches ist. In diesem Fall ist es halt leider einfach nur unfassbar dumm. Ganz ehrlich, versetzt euch da rein. Wie hättet ihr als Lehrer reagiert? Hättet ihr dem Kleinen auch verboten, so den Schulhof zu betreten? Eure Meinung dazu, ganz ehrlich und unkostümiert, einfach mal ab in die Comments. So, machen wir doch heute einfach mal eine etwas politischere Folge. Das bringt uns nämlich zum dritten Thema. Wir alle werden in den Abgrund gerissen. Die Welt ins Chaos gestürzt und grundsätzlich sind wir alle ganz fies wir haben ein Problem. Und das Problem heißt USA! Ja, und warum? Okay, ja, es sind die USA, aber warum jetzt? Speziell? Zur Zeit? Aktuell? Es hat sich gereimt. Im Prinzip ganz einfach, weil sich schwarzer Mann und weißer Mann immer noch nicht vertragen und keiner der beiden in den US und A mit Geld umgehen können. Wie ihr alle sicherlich über die letzten Tage mitbekommen habt, Amerika ist pleite. Gut, das sind wir auch. Aber Amerika ist ganz blank. Das Einzige, was sie jetzt noch tun können, ist ihre Schuldenobergrenze anheben. Im Falle, sie einigen sich nicht auf eine neue Obergrenze, ist weltwirtschaftlich Ghetto angesagt. Moment mal, ich verstehe das richtig. Da sitzen intelligente, gut bezahlte, okay, vergessen wir das intelligent, gut bezahlte Menschen rum und bitchen sich an wie Zwölfjährige, weil sie sich nicht einigen können, wie viel mehr Schulden sie machen dürfen sollten. Was? Ich weiß, wir Deutsche haben ebenfalls Milliarden Schulden, unter anderem bei Aserbaidschan. Was? Niemand will Schulden bei Aserbaidschan. In Amerika hingegen sieht es so aus, dass Amerika Milliarden Schulden bei China hat. Der böse kommunistische Feind kauft Amerika auf. Oh, the irony. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Was denkt ihr, ist das sinnvoll, so eine Schuldenobergrenze neu verhandeln? Im Ernst, hat schon mal irgendein Land der Welt irgendwann seine Schulden zurückgezahlt? Richtig! Nein. Das wird doch nie passieren. Stellt doch die Uhr einfach auf Null. Ja, ich weiß, geht auch nicht. Aber ganz ehrlich, eure Meinung dazu. Schuldenobergrenze neu verhandeln, noch mehr draufpacken. Eure Meinung zu dem Thema unten in den Kommentarski. Merci. This is how French people speak.
I'm sure about that. Chelas, Aloha auf den Endcard. Wenn euch hat Folge gut gefallen, macht Daumen nach hoch, unten drücken, so das ist grün. Hilft nicht mich und meine Show, nur auch ich im Kopf, was du mögen und was nicht. Wir sehen uns am Donnerstag schon wieder, ich freue mich auf euch. Bis dahin macht's gut, traumhaften Tag noch. Ich gehe jetzt diesen verflixten Donnerstein in Pokémon Y suchen. Wer Bock auf Games hat, besucht unseren Kanal Dr. Freud. Und bis dahin, The Floyd Army, Commando, Tiddehutgas. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen gedient zu haben. Macht's gut. Woo! Ui, das hat geklatscht. Ah, heute bin ich aber gut wieder hochgekommen. Hat fast gar nicht wehgetan. Ah, shit.